Ich bin Emira und jetzt geht's los. Wir parken hier schon an der Bernauer Straße und da fährt gerade ein LKW vorbei. Also, wir sind im Patt und wir gehen jetzt gleich rüber zum Tegeler See heute mal. Ah, der zweitgrößte See von Berlin. Aber windstill ist es heute. Total windstill. Ja, diesmal brauchen wir die Sandtaschen nicht. Also, hier ist eine illegale Füllstation. Unsere Poolnudels. Fräulein, Sie packen jetzt aus das Strandzelt. Wie machen Sie denn das? Zeigen Sie mal. Was soll ich denn da zeigen? Na, kriegen Sie das schnell hin? Ach so, funktioniert das. Übergut. Das haben Sie sehr gut gemacht. Oh, guck mal, wie gut das aussieht in den Tegeler See hier. Ich will ja wieder nicht meckern, aber die Corona-Oma, die steht auf dem Steg. Ja, da kriegst du Corona, die musst du schützen, die gute Frau. Also, sind wir vorbereitet, ja. Aber die müssen sich mal richtig informieren, ganz ehrlich. In der freien Luft, in der frischen Luft? Kann nichts passieren. Ja. Ist auch keiner im 2-Meter-Umkreis da. Dafür ist also dieser Steg. Man kann damit rüberfahren von der linken Seite auf die rechte Seite dann nach hinten. Wussten Sie das, Fräulein Mira, dass man damit rüberfahren kann? Genau. Hier in Tegeler gibt es 9 Inseln. Und das ist die Reiswerderinsel. Ich muss noch mal nachschauen. Und eine künstlich angelegte. Und ja, hier gibt es ganz viel Schifffahrtsverkehr. Ist ja auch der zweitgrößte See von Berlin. 540 Hektar oder so. Geil. Also ich habe hier nochmal meinen schlauen Zettel geholt. Es gibt 9 Inseln. Ich muss es ablesen. Baumwerder, Haselwerder, Lindwerder, Marienwerder, Reiswerder, Scharfenberger und Valentinswerder. Sowie die Humboldtinsel und die Teglerinsel. Ja, und das sind künstlich angelegte Inseln, die letzte. Und ein ganz herrlicher See. Ganz ruhig, ganz still. Wir sind relativ früh da. Es ist 8.30 Uhr. Und ja, wir werden jetzt erstmal den Tag genießen. Wir haben uns die einzige Sonnenstelle hier auf dem Strand gesichert. Da ist der Sonnenplatz. Alles andere liegt noch im Schatten. Aber das Wasser ist ja sehr klar hier. Das Wasser ist ultra klar. Einer der saubersten Seen. Man kann wohl 2,5 Meter tief auch schauen an manchen Stellen. Ultra nice. Also ein richtig sauberer, klarer See. Und am Tegeler See kann man auch echt viel machen. Also generell kann man, also wir sind jetzt am Ostufer. Am Westufer gibt es eine bezahlte Badestelle und dann gibt es auch noch einen FKK-Bereich. Und ansonsten gibt es hier wohl auch noch Toiletten. Ich glaube, das Toilettenhäuschen hatten wir auch schon entdeckt. Sehr nice. Wir sind hier an der Gratis-Badestelle, wie gesagt. Und rund um den Tegeler See kann man auch ultra viel machen. Also Minigolf, Personenschifffahrt, Bootsverleih, das habt ihr ja schon gesehen, denke ich mal. Gastronomie, Kiosk, Segelschule. Und ja, man kann auch hier campen. Ja. Und wenn man lustig ist, kann man sich auf eine der 9 Inseln rüberfahren lassen. Ich weiß nicht, ob es so ist wie beim Lübnitzsee, weil da ist ja die Fähre mit einem Glasboden, dass man da so weit runter gucken kann. Aber ich weiß nicht, wie es hier ist. So, wir wollen euch mal zeigen, wie sauber der See ist. Kommst du mit? Ja. Ist noch ganz kalt. Wie ist es hier auch wieder? Ja. Ey, das ist ultra warmes Wasser. Eigentlich schon ultra warm. Jetzt müssen wir wieder umdrehen, weil. Ich hoffe, das Mikrofon nimmt jetzt wieder richtig auf. Ich habe es freigepustet. Habe ich gut gemacht? Ey, wie krass das aussieht. Drehen wir uns mal um hier. Guck mal so. Guck mal mit der Sonne. Guck mal in die Sonne. Ah, Mira, nicht weglaufen. Es ist ultra heiß hier. Und, wie ist es? Fische? Ja, ultra viele Fische. Willst du die Fische filmen? Was? Ja, ich habe den gesehen gehabt vorhin. Oh, wie viele Fische hier sind. Sieht man das? Krass. Wo ist der Karpfen? Ich werde, das war so ein... Ja, der kam vorhin hier hoch und hat so eine Wasserwelle gemacht gehabt. Das sind aber kleine Fischis. Ja, da hüpfen manchmal. Ich sehe sie. Oh, da war er. Ich habe es gesehen. Krass. Guck mal, da sind ganz viele noch. Ich sehe das. Ich sehe sie alle schwimmen, aber das ist schwierig jetzt auf der Oberfläche. Diesen Karpfen,
Das war so Oha, ein Monster. Mashallah für das Monster. Vielleicht ist es manchmal doch nicht so gut, wenn man alles sehen kann. Ich habe Angst vor den Karpfen. Was? Der Karpfen, der macht nichts. Der kann überhaupt nichts tun. Soll ich jemand ein Stück weiter? Ja, guck mal, hier ist auch über viele Fischis. Also ich muss sagen, schön, dass man so viel sehen kann, aber eigentlich muss man auch nicht alles immer sehen. Wirklich, ich schwör, das war so ein Riesenkarpfen. Ja, ich habe den gesehen, der war so groß. Ja, jetzt übertreibt. Oh. Nee, so groß war die Spinne heute Morgen, die ich weggesaugt habe. Wollen Sie noch was sagen? Nee, aber wir können mal die Landschaft hier noch genießen. Gehen Sie mal weg hier, Herr Ozok. Wir wollen die Landschaft genießen. Da war er. Der kam gerade hoch und hat einen kleinen Fische gefressen. Der ist auf der Jagd, der ist hungrig. Da! Da kam er wieder. Oh mein Gott. Die Wellen verursacht dieser riesige Karpfen. Marschalla, der Karpfen ist auf Jagd. Ich glaube, ich muss jetzt hier raus. Der jagt dich auch, meinst du? Der Karpfen mit seinem... So, so einen Mund hat der Karpfen, der kann gar nichts machen. Hier, der kommt da. Der kommt, er kommt immer näher. Vor dir, vor dir, vor dir. Da ist er! Ist das ein Karpfen? Nee, das ist eine Forelle jetzt. Das ist eine Forelle? Eben war es aber ein Karpfen. Der ist aber übergroß. Hast du gesehen, wie groß der war? Der ist so groß. Nee, mach mal ein bisschen kleiner. So? Ja. So groß? Nee, Forelle. Forelle. Forelle, so. Ja, aber durch die Wasserspiegelung sah der so groß aus. Ich dachte, ich habe den Karpfen gefunden. Also ich glaube, das eben war eine Forelle. Ich hatte eben aber wirklich einen richtigen Karpfen gesehen. Also richtig so einen dicken auch. Eigentlich, ich möchte doch hier nicht warten. Wir können dann wieder nach Hause. Ich habe genug. Einmal eine Frage. Sind in Seen, in jedem Seen, auch so große Fische drin? So Karpfen und Forelle? Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es mal in die Kommentare, weil sehen wir die normalerweise einfach nur nicht, oder? Oh, ich also ich bin hier bis zum Bauchnabel bedeckt. Mit Wasser und ich kann auch meine Füße sehen. Also man sieht noch alles unten. Dum, 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 dum. Ey, wollen wir den Karpfen kurz fangen und ihm so eine Haifischflosse oben dran montieren? Das wäre ja irgendwie was. Ohne das Tier zu quälen, natürlich. Aber ich... Also wenn... Ich muss sagen, diese Fische verstören mir meinen Badespaß. Ich finde es sehr, sehr gut, dass ich die Viecher wenigstens sehe. Weil alles, was ich sehen kann, finde ich nicht schlimm. Ich finde das viel besser. Stell dir mal vor, der kommt so. Ja gut, besser ist, wenn er direkt knabbern würde, ne? Ohne dass man es sieht. Dann würde ich mich viel mehr erschrecken. Und aber der schwimmt auch relativ nah bei uns vorbei. Also der kennt es schon, die Badeleute. Das ist das egal, glaube ich. Das ist der klügste Karpfen hier im Teich. Ja. So Leute, wir haben hier nicht nur krass viele Fische in dem See, sondern da hinten sind auch Schwäne oder Gänse oder sowas. Ich zeig euch die mal. Nee, gar nichts erkennen auf der Kamera. Überkrass, Viecher. Und da sind die Schiffe da hinten. So ist es mittlerweile jetzt echt voll geworden und unser Stativ ist mal wieder kaputt gegangen, deswegen muss ich das hier so in der Hand halten. Ja, ich habe hier ja unsere Box geparkt, das heißt, hier ist ein
Eiswürfel Wasser drin. Sehr lecker. Also Leitungswasser, das trinke ich. Hier ein Kühlschrank, gekühltes mit Sprudel für meinen Mann. Und ansonsten habe ich hier noch zwei Äpfel geschnitten. Da haben wir schon einen aufgegessen. Und der hat sich noch eine Stulle gemacht, aber das schafft er, glaube ich, auch nicht. Und hier ist noch eine alte Bulette. Ich glaube, die schafft er auch nicht. Hat er sich wieder so viel eingepackt. Und ja, hier ist natürlich auch nur Wasser drin. Da kann man sich nämlich so ganz nett besprühen. Oh, das ist das Allerbeste im Sommer, wirklich. So ein Sprühding braucht man immer. Ich hatte ja letztes Jahr zwei aus Polen bestellt mit Ventilator vorne dran. Aber die sind beide kaputt gegangen. Und ja, jetzt beschwere ich mich nicht nochmal. Das war so ein 2,50 € Ding aus Polen. Das kann man hier auch kaufen. Aber es geht halt total schnell kaputt. Und ja, jetzt kann man einfach irgendeine Flasche nehmen, wo was Gesprühtes rauskommt. Ja, ansonsten kann man die Dinger ja auch im DM, glaube ich, kaufen mit Melone oder verschiedenen Geschmacksrichtungen, also Duftrichtungen und nur aus Leitungswasser. Aber der kostet die Flasche, also letztes Jahr 1,19 € irgendwie die Dose. Und ja, das ist es mir dann nicht wert. Deswegen halt immer selber machen. Und? Hallo, Asa! Außerdem hatte ich hier noch für mich ein paar Weintrauben eingepackt. Mmh. Die hatten wir in so einem Wocheneinkauf gekauft. Die schmecken total lecker und sind kernlos. Ja, also da habe ich jetzt schon eine halbe Packung gegessen. Und ich habe mir mehr nicht eingepackt, weil ich habe heute Morgen Frühstück gegessen. Und jetzt ist es ja erst 10.30 Uhr. Und ja, bis um 12 sind wir auf jeden Fall wieder zu Hause zum Mittagessen. Außerdem würde ich nachher noch streamen. Und ja, das passt dann soweit alles. Wir bleiben ja immer nicht den ganzen Tag am Strand, sondern immer nur so 2-3 Stündchen, bis es uns zu voll wird. Und das ist jetzt im Moment sozusagen der Fall eigentlich schon. Also geht sich jetzt noch einmal abkühlen. Ich möchte das heute nicht mehr, das ist mir doch zu gruselig mit diesen riesigen Fischen. Also gegen kleine Fische habe ich nicht so viel, aber der Karpfen, der sah echt extrem groß aus. Und ja, da kommt der Ozok wieder rausgekrabbelt aus dem Wasser. Der hat sich jetzt noch einmal abgekühlt und wenn der dann trocken ist, hauen wir wieder ab. Das ist jetzt wirklich schon extrem voll. Und ja, außerdem, wenn wir nach Hause kommen, können wir dann endlich Mittag essen. Und danach wollte ich auch noch streamen bis 18 Uhr heute so. Der macht wieder Faxen. Achso, er geht nochmal rein. Okay, er hat noch nicht genug. Er hat sich nur die Nudeln geholt. Also, ich werde hier meinen Snack essen. Und ja, dann warte ich, bis wir nach Hause gehen können. Also der füttert jetzt. Also. So, tschüssi. Wir gehen jetzt, ist schon ganz schön voll. Was wir euch noch mal einmal zeigen wollten, haben wir am Anfang nicht gemacht, als es leerer war. Hier liegt nämlich sehr, sehr viel Müll rum. Hast du die Abfallstelle gerade gefilmt? Ja, ich filme ein bisschen den Müll, um mal zu zeigen, wie dreckig das hier ist. Hier ist noch ein Container. Am Anfang sah es noch schlimmer aus. Seit 2 Stunden sind hier ein paar Leute da und räumen auf. Aber die kommen halt einfach nicht voran. Ja, also liegt auch nicht erst seit gestern da, sondern ist überall verteilt. Die Tiere haben hier ihr Übriges getan. Also das mit Abstand der dreckigste See, wo wir jetzt waren, ist vielleicht eine Ausnahme. Kann man nur hoffen, ja. Aber schon eklig zwischen dem Müll. Oh ja, wo wir unten am Strand hatten, war es ja sauber. Also den Müll wollten wir euch jetzt nochmal zeigen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen See wir als nächstes besuchen sollen. Natürlich Berlin und Umland, ne? Oder Ostsee wäre ganz nice, habe ich schon gesagt. Und ja, man muss da vorne an der Straße parken, sozusagen, wo die Autos sind. Und dann ist es so ein Fußweg von einer Minute. Und dann ist man auch schon am See, deswegen müssen wir das hier alles ein bisschen tragen. Und ich muss auch was nehmen. Oh. Ich trage sonst immer alles, wirklich. Ich trage das Unhandliche. Ja. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.